Moin, moin, und ich sehe, du machst schon wieder ein übliches Willkommen zurück zu Resi 6. Genau, hallo, und um diese Diskussion wieder aufzunehmen, es gibt in Computerspielen überhaupt keinen Grund, keine White Shots zu machen. Ich finde es schön, was Actionreichiges oder Stuntiges. Ich finde es ganz viel schöner. Oh, ein Zuglevel habe ich ja noch nie gesehen. Ja, vor allem so ein ereignisloser. Wir kriegen sie, Sims. Ich habe kein Ticket. Es wird Zeit, dass sie für ihre Taten. Sieht rotes Kraut. Ich bräuchte aber erstmal ein grünes. Ich muss 4 Sniper-Munition loswerden. Ich habe 120 Schuss fürs fucking MG. Die werde ich jetzt nicht wegschmeißen. Ich habe keinen Inventarslot für ein grünes Kraut, aber hey, ich nehme mal das rote mit. Ich lasse das rote jetzt liegen. Weil, scheiß drauf. Ich will jetzt nicht so viel Muni wegschmeißen. Ich habe noch ein bisschen Heilung, es geht schon, deswegen. Ich habe noch 3 EH-Sprays, glaube ich, deswegen. Ich habe 2 Heilsprays und ein paar Pillen. Ich habe, glaube ich, was war das gerade? 4 Pillen und halt 3 EH-Sprays. Das reicht locker. Nen Lolli! Lecker! Keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das sie immer waren. Oh, eine Ratte. Alle anderen auf dem Planeten. Wenn er es schon immer war, muss er nicht dazu werden. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Schieß ihn einfach ab. Der wahre Strippenzieher. Ja, sowieso, aber knall ihn einfach ab. Fuck it. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Wer wohl? Ada Wong. Ey, welche Frau? Es gibt bisher 3 Frauen im Spiel. 2 davon sind offensichtlich deine Verbündete. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie Narren, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Schieß, Leon. Ist der jetzt die menschliche Fackel? Oh, er fliegt gleich weg. Scheiße, es ist Jetstream Sam. Er ist ein Transformer. Nice! Ein Doppel-Transformer. Ein Doppel-Former. Er ist ein fucking Transformer. Du Bastard! Leon, Achtung! Ich bin zu nah dran. Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Sie sollen verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Was für Händen? Du bist gerade ein Hund, du hast keine Hände. Was hab ich? Leon, lauf. Ich komme nicht an dir vorbei. Könnte man einfach einen Waggon abkoppeln. Na. Der ist bei heutigen Typen noch nicht so einfach. Oder? Ja, trotzdem. Ja. Und dahin? Keine Ahnung, ich glaub nach oben. Ja. Ah, er ist über uns. Oh, dann können wir in diese Richtung gehen. Das ist gar nicht mal so doof. Zu schnell! Wir müssen von 2 Seiten angreifen! Auch gut, What? Ich gehe da hinten hin. Vorwärts! Wait, what? Okay, ich soll dich hier hochtun. Oh nein, er ist hinter dir. Hier lang. Komm her. Ciao. Okay. Ich glaube, ich hätte dir auch gleich hier hochhelfen können. Kannst du? Ich glaube, das ging gerade. Leon, na los!
Oh, er wird uns töten, hast du das gehört? Finde ich nicht gut. Ich glaube, er meinte, er will uns einen flöten. Ah, übermäßige Gewaltbereitschaft und sexuelle Anspielung. Ich bin begeistert. Sie sind nicht Insekten. Verängstigt und schwach. Außerdem überlegen wir einen Atomkrieg. Oh wow. Außerdem brennt der Zug aus Gründen. Ich habe eine Brandgranate gebraucht, aber sie ist unglücklich zurückgeknallt. Es ist hier oben gar nicht mal so leicht zu zielen. Ada, das werden sie büßen. Naja, Ada. Ich glaube, er hat einen Ada-Komplex. Komm mal her, Boy. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Das ist süß, oder? Das doch, du hast getroffen. Ja, Elaine, ist alles okay? Als ob der tot ist! Leon! Natürlich nicht, er muss erst in ein Lavabecken fallen. Leon, das ist ein geiler okay? Alternativzug. Das muss Einbildung sein. Gleiche Geschwindigkeit zufällig genau geben. Leon, weg da! Ich will zu ihm! Runter vom Zug! Ich lecke ihn ab! Runter vom Zug, what? Die Ablenkung ist ja einfach, ich kann ihn schon erst dann locken. Leon, hier rüber! Und plötzlich war er wegteleportiert. Leon ist gerade 4 Meter auf den anderen zugesprungen. Leon, schnell! Ich bin halt wieder an dem Punkt angekommen, hör auf zu fragen. Es ist. Nimm einfach hin, was passiert. Okay. Er hat sich auch scheinbar gerade eine Gatling Gun aus seinen Organen gebaut oder so, ne? Ah, die Gatling Gun. Ne, die Kette hat damit nichts zu tun. Oh. Ja, meine Magnum ist leer. Zeit für Sniper. Magnum, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee eigentlich. Oh, rückgekommen. Und bringst raus? Was? Kraut? Ja. Krautsalat. Der hat aber einen langen Hals. Ah, wert hast du er. Wow. Es gibt keinen Ausweg, sagten sie. Wir haben den Ausweg. Ja. Oh, hallo Heli. Lass mich raten, aus dem Heli kommt gleich eine Panzerfaust zu uns. Oder wir springen rein. Und nehmen uns dann die Panzerfaust vom Heli mit. Wenn wir in den Heli springen, liegt im Heli eine Panzerfaust, mit der wir ihn umbringen. One-Liner. Leon! Zeus! Was ist gerade passiert? Keine Ahnung. Anscheinend haben wir die Erklärung für die Verspätung der Deutschen Bahn gefunden. Das ergibt Sinn. Mindestens. Weil in China Leute sich auf Züge prügeln. Wer fährt den Zug überhaupt? Keine Ahnung. Hitler. Würde mich bei dem Plot echt nicht überraschen. Also nach dem, wie das bisher hier abläuft, ist es nicht unwahrscheinlich. Aber dann bitte Zombie-Hitler. Ich glaube, du bist so ein Beyblade. Die Welt wird Stabilität. Der Typ ist ein fucking Transformer. Du bist ein fucking Beyblade. Ein Beyblade-Transformer? Nein. Ich meine, Beyblades, da wird mich nichts überraschen. Ich meine, niemand ist mit Beyblades auf die Idee gekommen, einen ferngesteuerten Kreisel zu erfinden. Doch die Akkuse oder was? Der Akt der Motivation nicht durch das Familienmitglied geschehen. Was? Der Akt der Motivation nicht durch das Familienmitglied geschehen. Nee, ich glaube mit Familie waren hier Yakuza oder so gemeint, so eine Mafia-Familie. Die Yakuza sind japanisch. Ich glaube, du meinst die Triaden. Was auch immer. Du kennst dich damit besser aus als ich. Ja, ich bin in allen Mitglied.
Auf dieser Tür ist kein Platz für dich, Leon. Oh wait, das ist keine Tür. Echo Team an HQ, bitte komm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Hitachi. Das habe ich jetzt auch erst gedacht. Keine Ahnung. Ist ja ein Rückenmassage. Gehen wir. Bei den Simpsons war es eine Mikrowellenfirma. Der Hitachi ist allgemein ein Elektronikkonzern. Ja, auch gut. Die unter anderem den Hitachi Magic Wand vermarktet haben. Warum evakuieren wir, während komische Transformer-Typen durch die Gegend rennen? Das ergibt aber auch keinen Sinn. Gesehen. Ist es vorbei? Ja. Nee. Ist vorbei. Nee, irgendwie nicht. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr ja. Wurden entführt. Es ist vorbei. Nein. Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Unterwasserölfeld? Was? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Landen wir jetzt gleich auf einer Ölbohrplattform oder was? Bin dabei. Moment mal, der Schlüssel um Moment mal! Es ist Jake. Deine Mutter. Hannigan. Können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Wird das der Auftrag für Chris oder was? Was ist das? Okay, ich habe Atomrakete? Achso, es könnte sein, dass die vierte Story Chris Jake und Cherry sind. Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Chris, ja. Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von da! Die Rakete habe ich auch schon gesehen. Danke auch. Ich springe jetzt einmal ins Wasser und überlebe es dadurch magisch. Vor allem, wenn es eine Atomrakete ist. Ich frage mich gerade vielmehr, wieso setzt man eine Atom... Das ist keine Atomrakete. Ich glaube, das war eine Viralbombe. Die ist viral gegangen. Das würde mehr Sinn ergeben, weil warum würden sie eine Atomrakete in die Sicherheitszone jagen? Das würde keinen Sinn ergeben. Ja, sie hätten Freitag noch nichts vor. Also Viralbombe ist dann doch wahrscheinlicher. Ja, das ist nur Strahlenkrankheit. Die wollten doch nur einen Streichelzoo. Jetzt sind sie sauer, weil sie es nicht gefunden haben. Eine Ziege. Kapitel 4, 1 kommt also noch. Yay. Ja. Okay. Lass mich Dinge kaufen. So, gibt's hier irgendwo Inventarplatz? Mehr Gegenstände. Nee, das ist, dass mehr gedroppt mehr wird. Nee, anscheinend nicht. Es gibt ein paar Sachen, die wir nicht freigeschaltet haben, aber das scheint alles was anderes zu sein. Ja. Nö, das bedeutet, ich muss weiter sparen. Ja. Worauf? Auf Damage oder Verteidigung? Ah, ich habe eine Verteidigung Stufe 2 gekauft. Ja, das kostet 28.000, ich habe gerade nur 20.000. Tja. Ich habe meine letzte Runde mehr Damage gekauft und das war schon teuer. Ja.
Leon, alles klar? Ja! Ja. Aber es sieht schlecht aus. Es wird doch zu einem Running Gag hier, oder? Sowieso. Snacky. Hau den Abend Jack nicht, der kann nichts dafür. Du musst zwei Geiseln. Also, ein Soldat mit vollem Motor musst du erstmal einen Ort finden, wo du einreißen kannst. Unter Wasserölfeld. Moment, was? Wesker hat einen Sohn? Wer ist die Mutter? Er hat Antikörper für das Labor. Von welcher Frau stammt die Eizelle? Ich werde es tun. Gut, die brauchen keine. Doch. Ich muss dir noch etwas sagen. Ich liebe dich. Roger. Wen kümmert sie? War doch scheinbar eh die Böse. Jerry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Abgesehen davon, if he didn't die on screen, he's not dead. Alles okay? Na. Oder she in dem Fall. Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo an HQ, hören Sie mich! HQ an Echo, Bericht! Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Stehen! Wir müssen evakuieren, los! Ja, ist ja wir gut. Haben Spuren des T-Virus im Gas festgestellt. Ja, wollte gerade sagen, du wirst nicht lange durchhalten, wir Kollege. Wir sind die Hauptcharaktere, wir werden leben. Moment. Wir wollen helfen. Wir wollen helfen. Wer zum Geier seid ihr? In Ordnung, Leute, die immun gegen diese Wolke sind. Ja, das sowieso. Das ist. Bleiben Sie weg vom Gas. Klar, keine Sorge. Riesen! Sie ich dürfen mach nicht doch schon, du Sack. Echo, Echo. Wollten Sie Unterstützung? Echo, kommen! Brauchen Sie Unterstützung? Die Echo! Schicken Sie niemanden her! Das Gas ist immer noch überall! Die Teams für Evakuierung bereithalten! Ich verstehe, es ist ein Angriff der Deutschen. Hä? Ja, werden alle vergast hier. Hier drüben! Ich find's gut, wie wir ein bisschen husten und alle anderen sich in Zombies verwandeln. Oh, ich verwandle mich auch in Zombie, okay. Der Witz ist, dass es. Hm, das sieht interessant aus. Der Witz ist, er hat sich Tarnfarbe aufgemalt. Der Witz ist, dass das mit dem Gasangriff gar nicht mal so falsch ist, weil die Deutschen auch im Ersten Weltkrieg, glaube ich, die ersten waren, die Gas eingesetzt hatten. Ja, Senfgas. Ja. In Ordnung, dann los. Entkommen Sie dem ausströmenden Gas. Irgendwas sagt mir, ich sollte in die andere Richtung rennen, aber gut. Bleiben Sie weg vom Gas. Klar, keine Sorge. Wir machen einen Umweg zum Turm. Deine Mutter ist ein Umweg zum Turm. Was ist denn heute los? Ja, echt mal, deine Mutterwitze sind langsam echt etwas zu viel, ne? Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich wurde teleportiert. Ja, da hinten ist eine Medaille. Kacke ist ganz schön am Dampfen und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind Dampfen, verstehst du? Weil Rauch. Wir haben draußen einen Wagen, wenn ich das hilft. Mist! Oh nein. Oh wow, ich darf nicht mal hier looten. Zumindest nicht in Ruhe. Nee. Leon hat sich schon wieder Tarnfarbe drauf gemalt. Es sieht echt seltsam aus. Das sieht ein bisschen so aus wie die Fehler, die bei mir in der Aufnahme entstehen, bei Feuer und so. Die Kacke ist ganz schön am Dampfen und das ist noch harmlos ausgedrückt. Ich will dieses rote Kraut. Rotes Kraut? Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mist! Ach boy. Oh boy. Du Kisten? Verdammt! Wer schreit da? Ja, ich hätte gerade Bock. Okay,
Wo kommen die Zombies her, die mich hier anfallen? Die stehen. Die stehen nicht neben mir und greifen mich an. Wo ist das Auto? Ja, die haben jetzt. Gleich den vor der Tür. C-Virus. Wie. Wie Teleportation. Teleport. C, wie Teleportation. Mhm. Ich hätte mir auch was Sinnvolles. Fuck everything. Inklusive mir, what? Los! Schnell! Wirklich? Ihr haltet uns auf. Quasi? Gute Arbeit! Ich zermatsche Köpfe, also halt die Fresse. Gute Arbeit! Wenn du das machst, kann ich noch kurz ein bisschen looten oder so. Oh, wir müssen hier hey. Die Tür aufmachen. Weil die Soldaten das nicht können. Nicht umdrehen! Weg hier! Naja, tschüss, Sikowski, wie auch immer du warst. Oh, bitte Fahrzeugsequenz. Bitte lass uns auch noch fahren, damit es richtig schlimm wird. Nee. Bitte sag mir, dass da ein Geschütz drauf ist. Nein, das war der einzige Hammer, wie im gesamten Spiel, der kein Geschütz hat. Vermutlich von der Rakete. Müssten wir wieder ein Part beenden. HQ an Charlie, Planänderung. Ah, aber es ist gerade mal wieder eine Katze. Sperrgebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo-Team ist noch da. Sie brauchen uns. Das Echo-Team ist tot. Das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Viel relevanter. Dieses Auto hat ein großes Loch im Dach. Wieso werden wir hier drin nicht vom Gas getroffen? Bei mir ist das zu. Also ich kann es von hier aus nicht wirklich sehen, aber eigentlich müsste da ein großes Loch sein, oder nicht? Ich kann mich selbst in der Kamera sehen. Ich sitze gerade auf der Rückbank in der separaten Kamera. Wir müssen los. Nice. Sie hat wahrscheinlich einen Selfie-Stick dabei und ich sehe gerade durch ihr Handy oder sowas. Das ist auch das Erste, was ich für eine Zombie-Apokalypse einpacke. Ja, natürlich. Erst der Selfie-Stick und dann die Drohne für krasse Luftaufnahmen. Und dann, falls man noch Platz im Rucksack hat, eine Knarre. Und natürlich Socken. Man darf ja während der Zombie-Apokalypse keine kalten Füße bekommen. Wer brüllt da gerade so? Mist! Keine Ahnung, aber Socken sind wichtig. Das ist so wahr. Und was ist das für eine Musik gerade? Keine Ahnung, mach den Scheibenwischer an, Boy. Das erinnert mich gerade an die Endsequenz von Metro Exodus. Nee, du Spoilers. Ich hab eine Taste von dir, wenn ich nicht bringen. Bis das Spiel rauskommt, hast du nicht zu spoilern. Bis das Spiel rauskommt, ja. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig. Wann warst du mal so weit? Februar? Vielen Dank. Februar. Passen Sie auf sich auf. Ja, dann hole ich es mir vielleicht nochmal, um die DLCs auch mal zu spielen, weil ich es nicht einsehe, die DLCs noch auf dem Dienst zu kaufen. Ist jemand da? Erstmal können wir hier einen Part beenden. Nice! Headshot! Sicher. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist eine denkbar schlechte Position, den Part zu beenden, aber egal.